Hallo! Das sind sie, Tristan, Connor, Brad und James, genannt The Vamps. Mit Coversongs wurden sie auf YouTube erfolgreich. Jetzt geht es mit einem eigenen Album weiter. Meet The Vamps heißt es und wer es sich anhört, bekommt einen kleinen Einblick in das Leben der jungen Popband. Inspiration kann so ziemlich von allem kommen. Ob es jetzt die Liebe ist, also Mädchen, oder irgendwas, das in der Band passiert ist. Ich glaube, es ist immer gut, von echten Erfahrungen auszugehen. Die vier Briten verbindet eine enge Freundschaft. Dabei kennen sie sich noch gar nicht lange. Auch hier hat YouTube geholfen. Denn das Videoportal ist nicht nur für den Erfolg der Band verantwortlich. Tatsächlich haben sie sich hier auch kennengelernt. James ist der erste Member der Band. Also James war der Gründer der Band. Er suchte nach anderen Musikern in YouTube und stieß dabei auf Brad. Die zwei haben sich getroffen und dann die ersten Songs geschrieben. Trist hat dann die beiden kontaktiert und am Schluss, so vor einem Jahr, bin auch ich dann dazugekommen. Wir haben uns alle über YouTube kennengelernt. Trotz der guten Harmonie in der Band wird für jede Show noch ein wenig gezaubert. Ein bisschen Glück kann ja nicht schaden. Wir haben ein Ritual. Bevor es losgeht, reiben wir gleichzeitig an unserem Kinn. Das soll Glück bringen. Und bei uns funktioniert es. Gestern noch in der Garage, heute auf den Bühnen der Welt. Mit dem Album soll es nämlich auch auf Tour gehen. Bis dahin gibt es Meet the Vamps, aber erst einmal fürs Ohr.